Bernhard, wir haben hier vor wahrscheinlich 20 Minuten noch ganz viele Kinder tanzen und lachen sehen. Wahrscheinlich ist das der Sinn, warum wir das alles machen, oder? Mit Sicherheit, das ist der Hauptsinn und letztlich die Belohnung für unsere Arbeit, die Belohnung fürs gesamte Team. Die Kinder lachen sehen, sich rumtollen und sich bewegen, das ist ja unser Hauptziel. Wir wollen denen ja nicht jetzt die speziellen Feinheiten des Basketballs beibringen, sondern wir wollen, dass sie sich bewegen und Freude dabei haben. Wie schön ist es, mit den Kindern zu arbeiten hier? Ja, richtig schön, weil wir merken, durch unsere Aktion, einmal durch die Lebensmittelampel und durch unsere Wasserbar, können wir ein bisschen was bei den Kindern erreichen. Bei der Wasserbar haben wir verschiedenste Früchte mitgebracht und auch Gemüse, Zitronen, Limetten, Orangen, Erdbeeren, Himbeeren, Gurken, bisschen Minze, bisschen Basilikum. Damit können die Kinder ihr Wasser pimpen und es ist immer wieder spannend zu sehen, welche Lebensmittel die Kinder schon kennen und welche sie gerade kennenlernen und dann in Kombination mit Wasser ausprobieren. Also macht riesen Spaß. Baskita und auch dieses Festival ist mittlerweile sehr groß geworden. Vielleicht magst du einmal erklären, was der Sinn hinter dem Baskita Festival ist und wie viele Kinder hier heute insgesamt und morgen auch teilgenommen haben. Insgesamt betreuen wir zurzeit ca. 1300 Kinder in den Kitas, verteilt auf etwa 38 bis 40 Kindergärten und Kitas. Und wir bespaßen die ja über ein Dreivierteljahr und am Ende des Jahres, so haben wir uns das ausgedacht, machen wir dieses Baskita-Fest. Das kommt sensationell gut an. Die freuen sich gewaltig darauf. Wir haben jetzt 17 oder 18 Kindergärten für die beiden Tage und immerhin fast 450 Kinder dazu gebracht, herzukommen. Und das ist unser Erfolg.